Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Fairy Tail Fights. Und wir spielen mit Schneewittchen. Das hat mir letztes Mal ausgewählt und... Hallo? Steht der alte Mann einfach im Weg hier, der Pedo-Mann, ne? Was hat Schneewittchen gerade gemacht? Macht sie das nochmal? Warten wir nochmal kurz, Moment. Ach, sie wird wütend und lacht dabei. Das findet sie also lustig. Das ist ja schön. Können wir die Statue vielleicht weiter ausbauen? Gucken wir mal schnell. 50.000! Alter Schwede! Moment, ich muss mal kurz den Fernseher noch ein bisschen leiser machen. So. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir doch mal mit dem Abenteuer weiter fort. Questmodus. Kapitel 6. Du bist, was du isst. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel es gibt. Auf jeden Fall machen wir jetzt mit Schneewittchen weiter. Du bist, was du isst. Auf Mittel natürlich. Freundbeschuss aktiviert, ist ja egal. Okay, nachdem der Rattenfänger sein letztes Lied gespielt hat, findest du dich selbst in etwas wieder, was eine Küche zu sein scheint. Vielleicht hat jemand die Phrase, ich könnte dich auffressen, etwas zu wörtlich genommen. Ich habe geschnauft und gekeucht. Und mehr konnte ich jetzt gerade nicht vorlesen. Da oben drauf kann ich nicht... Oh, was finden wir denn hier? Eine Bierflasche. Ah, das ist ja süß. So, dann nehmen wir mal hier das Messer auch noch mit. Und dann sprechen wir mal den Typen hier an. Du bist, was du isst. Unser Held kam in den Schüsseln des Schlosses an. Hier endeten alle zerschnittenen, zerhackten und durch den Fleischwolf gedrehten Kinder, um in den Schüsseln der bösen Hexe zu landen. Ja, Schüsseln. Ich weiß, das ist ekelhaft. Alter, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass hier kleine Kinder gekocht werden. Sind wir hier etwa in der Hütte von der bösen Hexe? Von Hänsel und Gretel? Würde mich nicht... Was ist das denn? Ein Oberschenkelknochen. Natürlich, natürlich. Schneewittchen schlägt hier also jetzt mit einem Oberschenkelknochen um sich. Und mit einer Bierflasche. Da sieht man mal, Schneewittchen ist Alkoholikerin und gleichzeitig noch blutrünstig. Weil wer mit einem Knochen um sich schlägt, ja... Fehlt's ein bisschen... Nee, da fehlt's nicht ein bisschen, das ist leicht Psycho. Also Psycho-Schneewittchen spielen wir hier gerade. Und ja, da schlägt man mal mit dem Oberschenkelknochen so ein bisschen hier auf die Truhen rum. Und sammelt dann mal hier ein bisschen ein paar Diamanten ein, weil geldgierig sind wir ja auch noch. Ich probiere mal die Bierflasche. Ja, die Bierflasche geht aber auch schon sehr gut. Alter, diese verkackten Lebkuchenmänner. Ich hasse die wie die Pest. So, jetzt hau halt drauf. Oder auch nicht. Alter, wie viel kommen denn da jetzt? Tja, gibt's doch nicht. Aua! Haut ab! Oder ich zerbrösel euch. Jetzt, lasst mich doch mal... Ja, ich komme nicht dazu anzugreifen. Sauf dich zu Tode, Lebkuchen, Mann. Bisschen... Ist ja so, dass man immer ein bisschen Alkohol mit reinmacht. Wie viel... Alter, du willst mich doch verarschen. Alter! Wie viel kommt... Moment. So, jetzt boxen wir mal kurz hier. Ich weiß, das macht jetzt nicht so viel Schaden, aber bevor wir hier... Natürlich! Mega Lebkuchen, Mann, oder was? Diese Kleinen, die nerven. Der Große ist ja lang, groß und träge, vor dem habe ich nicht so eine Angst, aber diese... Ich hasse Lebkuchenmänner. Ich hasse sie. So. Der war gerade verwirrt.
Und vor allem diese Steuerung, ne? Die ist so hakelig an manchen Stellen. Alter! Jetzt! So, jetzt. Hab ich ihn? Ja, der sieht relativ tot. Natürlich. Wie soll's auch anders sein? Aus einem großen Lebkuchenmann platzen natürlich noch kleine. Der Wackelarm-Lebkuchen. Ach du Scheiße. Ja, es wird ja immer interessanter. Die sind wahrscheinlich noch gefährlicher als die normalen Lebkuchen. Wie kann man denn überhaupt Lebkuchenmänner mit Wackelarmen backen? Kann mir das mal jemand erklären? Mit Puddingarmen? Nee, komm, das blöde Bierflasche da. Ich nehme lieber das Messer. Und ich sollte mich mal heilen. Finden wir hier vielleicht einen Trank zum Heilen? Natürlich nicht. Hallo! Stirb! Heute wirst du auf dem Teller ge... Alter, lebt der immer noch? Läuft er ohne Kopf einfach mal weiter, der Zombie-Lebkuchen? Ach, na Gott sei Dank. Wie kann ich den trinken? Ah ja, so. Okay. Messer haben wir wieder aufgenommen. Natürlich. Ach. Alter, dieser Große ist aber auch nervig. Vor allem kann er dreimal hintereinander angreifen. Ohne dass ich angreifen kann. Natürlich kommt jetzt noch so ein Wackelarm-Lebkuchen. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich heute in diesem, bis jetzt schon Lebkuchen gesagt habe in der Aufnahme. Bestimmt schon länger, öfters passiert. Ich muss gerade so hier auf dem Controller rumhacken, weil die einfach nicht zuschlagen will. So, da schnetzeln wir, da habt ihr es gerade gesehen. Und den hier auch. Sonst noch einer? Nee, jetzt kommen natürlich wieder die Kleinen. Wie soll es auch anders sein? So, jetzt kommen wir. Lebkuchen für die Kinder aufschneiden, das macht doch Spaß. Und von wem ist das Blut? Das ist bestimmt mein eigenes. Mein eigen. Oder mein eigen? Was ist das da? Nussknacker. Hallo, ich will die Truhe noch da hinten. Da gehst du jetzt auch gefälligst noch hin. So. Und wir bekommen noch etwas Geld. Das ist ja auch famos. Bis jetzt haben wir 50.000. Fast 50.000. Eis am Stiel. Kann ich nicht gebrauchen. Nehme ich lieber den Nussknacker, aber das wird mir bei Lebkuchen nicht viel nützen. Können mich nicht Nüsse gerade mal angreifen? Dann kann ich den schön die Schädel wegknacken. So, jetzt aber hier los. Lalala, lalala, lalala. So. Ach, zudem kann ich... Für den reicht die Reichweite nicht, das ist ja auch super. Wie viele kommen denn da? Das ist doch... Alter, das ist aber langsam krank. Ich weiß gar nicht, ob es einen Erfolg dafür gibt, kein einziges Mal zu sterben. Und das auf dem Hardcore-Modus, das mag ich mir gar nicht vorstellen, ob das überhaupt möglich ist. Ich glaube, das liegt nicht im Bereich des Möglichen. So. Gibt der immer noch? Hä? Was? Ich dachte, da passiert jetzt noch was. Stirb! Da hat gerade irgendwas gelegen, aber ich weiß nicht, was das war.
So, dann machen wir erstmal hier die Truhe natürlich auf, wie immer. Dann trinken wir mal hier einen Trank. Und nehmen mal hier wieder den Knochen mit. Und dann gehen wir mal nach oben. Trüchen auf. Und den Diamanten mitgenommen. Natürlich. Hops. Und hops. Okay, da passiert also nichts, wenn ich hier drauf oben stehen bleibe. Ich gucke gerade noch, ob hier noch irgendwie was liegt. Aber anscheinend ist hier nichts weiter. Vor allem, ich komme hier in einen neuen Abschnitt und von was bin ich umgeben? Von Totenköpfen. Das ist ja ein super Bild. Moment, ich mach den erstmal mal hier weg, dann gucke ich mir die Totenköpfe nochmal genauer an. Na, hier Prinzessin der Toten Schneewittchen. Ist richtig famos. Naja. Das ist wieder irgend so ein Lollipop. Ach, komm, nicht noch Ratten. Alter, die bestehlen mich. Wie ich diese Ratten hasse. Jetzt habe ich gerade mal 20.000 verloren. Hier hinten ist nichts weiter, es ist sehr schön. Okay, dann gehen wir hindurch. Alter, wie gemein ist das denn? Man geht durch die Tür durch und wird sofort von so einem Riesenkoloss hier angegriffen. Scheißratten, verpisst euch! Ach, super. Es läuft am Anfang immer so gut und dann, wenn man weiterkommt, dann wird's immer richtig scheiße. So, Karikfu, Lebkuchen, Mann, ey. So, was ist das da? Zepter des Rattenkönigs. Aha, aha, aha. Mhm. Hier, hier, lass mich durch. Aua, jetzt. Wo kommen denn die her? Ich hab gleich mein komplettes Geld verloren, was ich gesammelt habe. Ist ja super. Superb ist das. Auf jeden Fall möchte ich das Zepter ungern verlieren, weil das hat ist ziemlich gut mit 3 Sternchen. Lalala, tanz für mich! Heute gibt's den Krümeltanz. Natürlich. Na komm. So. Alter, ich sehe nichts. So. Dann komme ich jetzt hier auch durch die Tür durch.